Ich bin hier ein paar Kilometer hinter Sternenfels im Enzkreis. Bin mit dem Fahrrad unterwegs und wunderschöne Gegend hier. Hier fahre ich öfter vorbei, aber heute ist ein super Tag. Super Wetter, leichte Brise und richtig angenehm zu fahren. Jetzt hatte ich gerade einen riesen Anstieg hinter mir und mir ist ein Zitat in den Kopf gekommen. Und zwar, nothing in the world has a meaning except the meaning you give to it. Also im Prinzip hat nichts auf dieser Welt eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir selbst dem geben oder da hinein interpretieren. Was im Prinzip bedeuten soll, alles ist quasi ohne Wertung. Alles ist so, wie es ist. Und wir interpretieren das, was ist. Und ich habe da schon mal drüber geredet, durch unseren Filter geben wir aus unseren Erfahrungen heraus und unseren Weltbildern heraus, geben wir dem, was passiert, quasi eine Meinung. Und wenn wir dieses Zitat mal ein bisschen verinnerlichen, dann erkennen wir sehr schnell, dass alles, was passiert, einfach komplett wertfrei ist und wir uns normalerweise gar keinen Kopf darüber machen müssten, was das jetzt für uns bedeutet, ob das jetzt schlecht ist, ob das jetzt gut ist. Denn wir haben es eigentlich selbst in der Hand, dem, was passiert, eine Meinung oder eine Bedeutung für uns selbst zu geben. Und wir haben es auch in der Hand, diese Bedeutung so zu wählen, dass sie uns hilft. Dass das, was so wie wir unser Leben leben wollen, dass wir die Bedeutungen so ausrichten, dass das in einer Linie mit dem einhergeht, wie wir unser Leben leben wollen. Und wichtig ist zu erkennen, dass wir vielem eine falsche Bedeutung geben oder eine Bedeutung geben, die uns im Endeffekt schadet, wo wir uns dann Selbstzweifel verursachen, wo wir darüber nachdenken, was andere von uns denken, wo wir uns schlecht fühlen, weil wir denken, das ist nicht akzeptiert, das sollte man so nicht machen, das macht man normalerweise nicht, die Gesellschaft, die Eltern wollen das nicht oder denken dann schlecht über einen, obwohl im Prinzip wir das doch immer wieder tun und auch das irgendwie auch machen wollen und unseren Lebensweg so gehen wollen und unsere Fehler dann selbst machen wollen. Wir kritisieren uns aber, während wir diesen Lebensweg gehen, immer wieder selbst, weil wir der Welt und dem, was um uns herum passiert, die falsche Bedeutung geben. Und einfach das erkennen, wenn wir das tun und versuchen zu sagen, sich selbst zu erlauben, dem Ganzen eine andere Bedeutung zu geben und dann einfach den Weg gehen. Man kann trotzdem noch Fehler machen, man kann trotzdem noch schlechte Erfahrungen machen. Man tut sich aber nicht mehr selbst im Weg stehen. Durch diese kleinen verschiedenen Dinge, wo wir denken, sie müssten so sein, aber sie sind dann doch anders und so weiter und so fort. Das was Kleines dazu. Ich fahre jetzt so langsam weiter, habe noch 40 Kilometer vor mir, bis ich in Stuttgart bin. 40 sind schon hinter mir, 42, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.